Nächster Redner kommt von den Grünen, Süleyman Zorba. Frau Ministerin, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geschätzte Zuseherinnen und Zuseher. Es ist gut, dass wir heute gleich mehrere Punkte auf der Tagesordnung haben, die sich mit der Problematik der Jugendarbeitslosigkeit auseinandersetzen. Als ehemaliger Lehrling, der auch danach Lehrlinge ausgebildet hat, kann ich mir genau vorstellen, wie es den jungen Menschen derzeit in dieser Situation geht. Ich bin etwas irritiert, weil hier behauptet wird, die Regierung würde dieses Problem leugnen und nicht ernst nehmen. Wir haben schon mehrere Maßnahmen auf den Weg gebracht und weitere sind schon in der Pipeline. Die Zahlen sind dramatisch. Wir sehen aktuell eine Verdoppelung der Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr. Das hat auch mit dem Lehrstellenmarkt zu tun, denn hier gibt es aufgrund der Corona-Krise Rückgänge. Im Mai waren das 21%. Und im Worst-Case-Szenario, das im Herbst auf uns zukommen könnte, würden 8.000 Lehrstellen fehlen. Die Zahlen und Prognosen zeigen, wir haben noch viel zu tun, um eine Generation Corona ohne Ausbildung und Jobperspektiven zu verhindern. Als Lehrlingssprecher bin ich tagtäglich mit betroffenen Jugendlichen im Gespräch, die verzweifelt einen Ausbildungsplatz suchen. Für Menschen, die gerade davor stehen, in die Erwerbstätigkeit einzusteigen und auch die ersten Schritte in ein unabhängiges Leben wagen, macht diese Situation viel Angst und viele Sorgen. Und jenen Jugendlichen, die einen Ausbildungsplatz haben, müssen wir Stabilität bieten. Vor der Corona-Krise waren die großen Sorgen, schaffe ich die Lehrabschlussprüfung oder wie gut schaffe ich die Lehrabschlussprüfung? Derzeit fragen sich auch viele, bleibt mein Arbeitsplatz oder mein Ausbildungsplatz erhalten oder nicht? Genau diese Stabilität, die wichtig ist, haben wir mit der Kurzarbeit für Lehrlinge sichergestellt. Aber worum geht's? Es geht um junge Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen, aber keinen finden. Es geht um junge Menschen, die aufgrund der wirtschaftlichen Lage um ihren Ausbildungsplatz zittern. Und genau um diesen Jungen eine Perspektive zu geben, brauchen wir einen Mix an verschiedenen Maßnahmen. Wir werden Anreize für Unternehmerinnen und Unternehmer schaffen, wie etwa mit dem Lehrlingsbonus, damit im betrieblichen Umfeld weitere und neue Ausbildungsplätze verfügbar werden. Dabei werden wir auch besonders auf Klein- und Mittelbetriebe schauen, denn in den Regionen haben die einen besonderen Stellenwert. Und dort, wo es im betrieblichen Rahmen nicht möglich ist, werden wir mit überbetrieblichen Lehrstätten bedarfsgerecht, unterstützen und aufstocken. Erst vergangene Woche war ich mit dem Kollegen Markus Kotzer bei der Lehrwerkstätte vor der ÖBB und habe nochmal bestätigt bekommen, welchen wichtigen Beitrag derartige Lehrwerkstätten für die Ausbildung von jungen Menschen leisten. Und es betrifft nicht nur die Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Ausbildungsplätzen, sondern auch die Möglichkeit, verstärkten Fokus zu setzen. Und dort war es der Fall, dass der Fokus gesetzt wurde auf jungen Frauen in technischen Berufen. Und es war schön zu sehen, wie viele junge Frauen dort an den Drehbänken gearbeitet haben. Im Weiteren, es wurde schon angesprochen, wurde seitens der Regierung eine Taskforce eingerichtet, die sich mit dem Thema Jugendbeschäftigung auseinandersetzt. Unter Beteiligung von gleich 4 Ministerien wird sich dem Ziel gewidmet, jedem und jeder Jugendlichen einen betrieblichen, überbetrieblichen oder schulischen Ausbildungsplatz zuzusichern, der benötigt wird. Die aktuelle Situation bereitet auch mir schlaflose Nächte. Wir arbeiten mit Hochdruck an Lösungen und diese Bundesregierung wird alles Mögliche machen, damit das Worst-Case-Szenario im Herbst nicht eintrifft. Wir haben wichtige Maßnahmen auf den Weg gebracht, weitere werden folgen. Heute gibt es ja noch einen Antrag von mir und der Kollegin Kaufmann, wo genau diese Probleme angegangen werden und ich hoffe da auch auf die Zustimmung der Kolleginnen und Kollegen seitens der SPÖ. Dankeschön. Sagt Süleyman Zorba von den Grünen, einen Mix an Maßnahmen bräuchte es für die Jugendlichen auf Lehrstellensuche, unter anderem der Lehrlingsbonus und die überbetrieblichen Lehrstellen. Lehrstätten würden wirken.